Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Eugen Janssen, Kinderarzt aus der Stadt Pfiffikon und Schwyz. Früher war ich in Deutschland sehr lange tätig als Kinderarzt, insgesamt fast 18 Jahre. Und letztes Jahr sind wir mit Familie in die Schweiz gezogen. Nach langer Pause möchte ich jetzt wieder mich zu Wort melden. Und zwar möchte ich in diesem Video kurz zwei, drei Themen ansprechen. Eine davon ist Corona, andere ist Krieg in Ukraine. Zu Thema Corona, das wird jetzt keine Kritik von meiner Seite sein. Also ich habe genug kritisiert und Vorschläge gemacht. Das alles nützt irgendwie heutzutage nichts, außer man macht Ärger sich selber und den Freunden und Familie. Ich möchte einfach Herr Dr. Lauterbach ein paar Fragen stellen und hoffe, dass er die irgendwann ehrlich öffentlich beantworten würde. Ich beobachte sehr lange die verschiedenen Statistiken, die im Internet sehr einfach zu finden sind. Zum Beispiel die Inzidenzentwicklung, was Corona angeht, wie viel wird getestet im Land, wie viel wird positiv getestet im Land, wie viel wird geimpft im Land. Und dann so gibt es Weltkarten, gibt es verschiedene Seiten und die geben sehr gute Statistik. Man kann dann sehr gut sehen, wie viele Leute haben, wie viele Impfungen in dem Land ungefähr bekommen. Dann gibt es verschiedene Tabellen, wie viele Impfungen zum Beispiel wurden in dem oder anderen Land verabreicht auf 100 Menschen gesehen. Zum Beispiel 100 Menschen haben durchschnittlich 200 Impfungen und 300 Impfungen bekommen und so weiter. Es gibt Statistiken und Grafiken, die dann zeigen, so und so viel Prozent Menschen haben vollständig Impfung, so und so viele Prozent haben mindestens eine Dosis bekommen. So. Und dann gibt es natürlich auch Inzidenzen, die dann natürlich vom Tag zu Tag sehr abhängig sind, also sehr variieren. Stark variieren, deswegen ist es meistens dann so, wie zum Beispiel zwischen 7. und 20. Juni oder zwischen, meistens so in zwei Wochen Abschnitten und dann wie viele Fälle im Land. Und dann kann man natürlich über jedes Land recherchieren, wenn man das nicht weiß, wie viel Bevölkerung in diesem Land lebt, was für Medizin ist in dem Land. Und dann vergleicht man natürlich dann gewollt oder ungewollt so verschiedene Zahlen. Und ich nenne mal jetzt einfach ein paar Zahlen. Ja, wir haben jetzt alle gehört, seit Wochen in Portugal sind die Zahlen explodiert. Zum Beispiel zwischen 7. und 20. Juni habe ich da einfach ein paar Screenshots gemacht weltweit. Ich nenne mal jetzt einfach Zahlen in diesen zwischen 7. und 20. Juni. Portugal bei 10,3 Millionen Menschen und über 240 Impfungen auf 100 Bevölkerung, über 86% vollständig geimpft und über 94% mindestens eine Impfdosis. Ja. 287.000 Fälle. Spanien hat fast 86%, 85,6% vollständig Geimpften bei 47 Millionen Menschen, über 160.000 Fälle in diesen zwei Wochen. Ja, Frankreich mit 67 Millionen, über 517.000. Deutschland hat über 83 Millionen Menschen, über 836.000 Fälle in diesem Zeitraum. Ja. Schweiz bei 8,6 Millionen Menschen, also 10-mal weniger als Deutschland, hat über 26.000. Ja. Vergleichen wir Schweiz mit Deutschland, 836.000 gegen 26.000. Ja. Da sind 30-mal weniger bei nur 10-mal weniger Menschen. Italien, über 80% vollständig Geimpften, 381. Und dann kommen so Länder, die viel, viel weniger Geimpfte haben. Kroatien hat nur 55% durchgeimpfte, quasi vollständig geimpfte Menschen, bei 4 Millionen Menschen, 3.800 Fälle. Bosnien-Herzegowina hat nur 25% vollständig geimpften. Im Vergleich zu Portugal, wo über 86% sind, ja, viel weniger geimpfte, 3,2 Millionen Menschen, nur 297 Fälle in diesem Zeitraum. Montenegro, 900 irgendwas, also 100.000. Kosovo mit 1,8 Millionen Menschen, unter 45% vollständig geimpften, 153 Fälle, nicht 1000, 153 Fälle. Serbien, 6,9 Millionen Menschen, 47% vollständig geimpften, 4000 Fälle, ja, so circa. Rumänien mit 19 Millionen Menschen, ja, das sind doppelt so viel wie in Portugal, nur 42% geimpften, also doppelt so wenig oder mehr als doppelt so wenig wie in Portugal, 4700. Moldawien, Bulgarien, Slowenien, Ägypten, also du kannst gucken, egal wo du guckst, ja, Ungarn, Slowakei, Polen zum Beispiel, ja, ist ein großes Land, unter 60% vollständig geimpften, 2621, ja.
afrikanische Länder möchte ich gar nicht nennen, also Algerien, Libyen, Tunesien, da sind überall wenig Geimpfte. In Tschad, ja, ein großes Land, gut, großes für afrikanische Verhältnisse vielleicht, für uns ist es nicht so von Bevölkerungszahl, aber von der Fläche sehr großes Land, 6 positive Fälle. Natürlich testen die da natürlich viel weniger als wir, das erklärt wahrscheinlich diese niedrige Zahl, aber Iran, Vietnam, über 100 Millionen Menschen, 12.000 positive Fälle, ja. Taiwan, 872.000 Fälle. Ja, fast alle Durchgeimpfte. Südkorea hat über 86% vollständig Geimpfte, ja, war ja so als Vorbild da in Asien, was Impfungen angeht. Ja, jetzt haben die über 114.000 Fälle. Japan, ja, über 200. USA, 1.366.000. Ja. Wenn man dann aber so zum Beispiel Brasilien schaust, da sind auch fast 80% vollständig Geimpfte, sind 559.000 Fälle. Schaust du die Länder um Brasilien herum, findest du kaum ein Land, was vergleichbar so hohe Zahlen hat. Nicht jetzt Gesamtzahl, sondern pro 1 Million oder pro 1000 Bevölkerung, egal wie du rechnest. Ja? Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt so fast 60 Länder weltweit angeschaut habe und ganz viele in Europa und vergleiche quasi diese, wie viele Fälle jetzt in 2 Wochen da auftreten, wie viele Geimpfte gibt es im Land, dann sehe ich so eine seltsame Statistik, wo ich denke, eigentlich sollte es genauso andersrum sein. Ja? Man erwartet ja, also selbst wenn wir mit der Impfung jetzt Ansteckung nicht vermeiden können, ja, was am Anfang angenommen wurde, aber später sich als Myth oder als Unwahrheit herausgestellt hat und nur schwere Verläufe damit mildern, kann ich mir trotzdem nicht erklären, warum in den Ländern, wo am meisten geimpft sind, auch die viel höhere Inzidenzen sind, zu gleichem Zeitpunkt, als in den Ländern, wo so wenig geimpft wurde. Also ich hätte persönlich, mir fehlen da die Erklärungen, also ich weiß nicht, wie man das erklärt, aber vielleicht weiß das der Herr Dr. Lauterbach, vielleicht gibt es dazu Studien, ich konnte zwar keine finden oder keine plausible Erklärung von Wissenschaft, warum da so eine Unterschiede sind. Wäre vielleicht eine interessante Frage und ich wäre froh, wenn er diese Frage beantworten würde. Dass wir entweder machen diese Länder was falsch, dass die so wenig positive Fälle haben und halbleere Kliniken haben, oder die machen was richtig und wir machen was falsch. Ja? Wenn es jetzt nicht an Zahl der Impfungen liegt, dann muss man vielleicht dann schauen, was Rumänien, Bulgarien, Serbien, Kosovo, Montenegro und so weiter, was die anders machen als wir, dass die so viel niedrigere Inzidenzen haben bei relativ entspannter Situation im Spital. Ja? So als Tipp, als Frage vielleicht, ich weiß nicht, wie man das, also Kritik ist es auf keinen Fall, nicht falsch verstehen. Genau, das ist das Thema Corona. Die zweite Frage an Herrn Lauterbach und vielleicht auch an deutsche Medien. Wie lange möchten Sie noch diese Gesellschaft spalten? Und ärgern vor allem auch, ja, mit Ihren Sachen, so Ankündigung der Maskenpflicht wieder, ja, wieder Überlegungen über Impfpflicht. Also in Österreich habe ich gehört, jetzt die Tage war da Impfpflicht wieder wackelig und vielleicht wird das abgeschafft oder ist schon abgeschafft, weiß ich jetzt nicht. Aber stand auf jeden Fall überall in der Presse, dass das vielleicht bald weg ist. Also die haben erkannt, dass die Gesellschaft dadurch nur weiter gespaltet wird und wirklich für Inzidenzentwicklung bringt das nicht viel, Leute zu zwingen, sich zu impfen. Und ich weiß nicht, wie Deutschland jetzt dazu steht, aber soweit ich das aus der Presse mitbekomme, wird immer wieder darüber spekuliert und diskutiert. Und die Frage ist natürlich, wie lange wollt ihr noch Leute ärgern? Also ich meine, das ist jetzt keine Janssens Theorie, dass Dauerstress uns Menschen schadet. Ja? Das schwächt unser Immunsystem und das ist dann ganz schlecht für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Menschen, die das schon vielleicht haben oder Risikofaktoren haben in diese Richtung. Und diese ganze gesellschaftliche Spaltung vom Fernsehen, jeden Tag gibt es nur negative Nachrichten, die immer wieder sich 1000-mal am Tag wiederholt werden. Das macht natürlich über Jahre ganz viel Stress für die Bevölkerung, enorme Spaltung und das merkt man. Also in der Schweiz zum Beispiel merkt man davon relativ wenig, ja, im Vergleich zu Deutschland. Ich weiß, dass die Schweizer hier auch relativ viel davon mitbekommen haben, die hier leben und vielleicht ein bisschen kritisch das Ganze sehen. Aber wenn ich jetzt, sag ich mal, mit Deutschland vergleichen würde, dann ist das hier vielleicht so nur 10-20% davon, was in Deutschland zu spüren ist an gesellschaftlicher Spaltung. Und das geht weiter voran und das ist, finde ich, sehr, sehr traurig. Und die Frage ist natürlich, was wollt ihr erreichen damit? Ich meine, so Pandemie im Griff zu bekommen durch die
durch Dauerstress an die Menschen, das ist unmöglich. Ja? Das ist genauso kontraproduktiv. Also man sollte vielleicht Menschen zeigen und erklären, wie man das Immunsystem stärkt. Ja? Vielleicht irgendwas tun dafür, dass die Menschen das Immunsystem selber stärken. Ja? Nicht zwingen, sondern vielleicht Empfehlungen oder irgendwelche positive Reize schaffen, dass die Leute mehr Sport treiben, mehr vielleicht Freude im Leben bekommen. Ja? Das würde den Psychiatern auch gut tun, die jetzt total überlastet sind. Das weiß alles Politik, aber die Frage ist natürlich, warum tut er das nicht? Das verstehe ich nicht und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich will nicht glauben an diesen Theorien, dass er das alles gewollt macht. Ja? Aber irgendwie langsam kann ich mir auch nicht glauben, dass alles so als Fehler und ungewollt passiert, weil es passiert einfach seit Jahren und da ändert sich nichts. Ich hatte am Beginn der Pandemie, also zum Winterkonzept für die Schulen in Deutschland gefragt, was gibt es da für Konzepte? Hatte ich dann mit Professor Köhler, glaube ich, heißt er, von der Universität München, glaube ich, Bundeswehrinstitut, mit ihm ein bisschen sogar ausgetauscht, per E-Mail verschiedene Konzepte. Ich habe ihm mein Konzept vorgestellt, er hat mir seine Konzepte vorgestellt. Es gab sehr gute Konzepte für die Schulen. Also mein Konzept war eine der einfachsten. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass es super was bringen würde, wenn man zwei Löcher in der Wand in jede Klasse bohrt und in ein Loch kommt ein Schlauch mit Lufteinfuhr mit einem kleinen Ventilator und Beheizungselement drin und in anderen Schlauch quasi sind ein paar Löcher, die dann mit Ventilator das Ganze nach außen pusten. Ne? Und wenn du im vorderen Teil der Klasse, wo Lehrer steht, eine Tafel Einfuhr hast und im hinteren Teil der Klasse Ausfuhr hast, ja, und die Tür ist zu und die Fenster sind zu und nur diese kleinen zwei Ventilatoren arbeiten, einer pustet Luft rein, frische Luft in das Zimmer und das andere im hinteren Teil der Zimmer aus, dann zirkuliert die Luft immer von vorne nach hinten. Ja? Die Aerosole können sich nicht sammeln. Ja? Die Konzentration der Aerosole wird nie so hoch sein. Die Luft wird saubere Qualität haben, entspricht mehr Sauerstoff und weniger CO2 vor allem haben. Ja? Nach einer Stunde mit 20 Kindern in der Klasse, Luft ist schon ziemlich dick. Ja? Und dann fangen die Kinder an, also vor Müdigkeit zu gehen. Und die Arbeitsfähigkeit des Gehirns sinkt dann auch entsprechend ein bisschen. Und mit diesem Konzept, egal welche Viren in Zukunft kommen, wir werden ja Pandemien haben, das hatte Bill Gates schon angekündigt und das glaube ich ihm sehr, ja, dass die neuen Pandemien werden kommen, das ist ziemlich garantiert. Ja, aber egal welche Viren da kommen, wenn die durch die Tröpfchen, durch die Aerosole übertragen werden, dann ist es entscheidend, wie hoch Konzentration dieser Aerosole im Zimmer ist. Ja? Und wenn wir mit diesem Konzept, das sind so 2000 Euro in Deutschland, habe ich durchgerechnet, 2000 Euro pro Klassenzimmer, und man muss dann vielleicht alle paar Jahre mal so ein Ventilator oder ein Beheizungselement in einem Schlauch ersetzen. Ne? Das sind niedrige Kosten, Investitionen für Zukunft. Die Kinder würden saubere Luft bekommen, weniger sich anstecken, die Eltern würden weniger krank sich nehmen. Ne? Wir können dann Epidemien vielleicht wenigstens für die Kinder in den Schulen viel besser beherrschen als bis jetzt. Und wir hatten das 2019 vom Winter die Regierung gefragt, gibt es für euch Konzepte, wenn nicht, dann sprecht bitte mit Spezialisten, sammelt Ideen. Ignoranz, komplett Ignoranz. 2020 Winter war ein Konzept von Bundesregierung, ich glaube Frau Merkel hat, wenn ich mich nicht irre, damals gesagt, Konzept der Regierung ist quasi, wenn es den Kindern kalt ist mit Winterklamotten, mit offenem Fenster, bei minus 10 Grad.